So, herzlich willkommen im Dressurausbildungsstall Ribbeweg. Mich haben immer wieder welche gefragt, was ist diese Bandage, die ich da im Popo habe oder was ist das überhaupt? Das ist eine Körperbandage, die ist sehr wichtig für das Pferd oder man kann das Pferd halt unterstützen, was die Hinterhand angeht, also mehr Hinterhandaktivität, jungen Pferden ein besseres Körpergefühl vermitteln. Und ja, ich wollte das jetzt einmal zeigen. Es ist ganz einfach, man muss sich nicht irgendwelche teuren Systeme irgendwie kaufen, sondern man nimmt einfach eine elastische Bandage, da gibt es im Viererpack für 10 Euro, bei Löster zum Beispiel. Und ja, zum Beispiel schwarz oder in weiß. Weiß sieht natürlich edler aus, schwarz ist ein bisschen weniger empfindlich. Wir zeigen das jetzt an Charmi. Ja, Charmi ist 9. Charmi kennt das auch schon. Wichtig ist, wenn man das mit dem Pferd anfängt, dass man halt mit diesem Pferd auch arbeiten kann, also dass man die Pferde halt abstreichen kann, auch mit einer Gerte vielleicht ein bisschen vorbereiten, streicheln an den Hinterbeinen. Es gibt Pferde, die sind sehr elektrisch, dass man da so ein bisschen dran arbeitet, dass die Pferde Vertrauen bekommen und dass man da keine Probleme hat. Ne? Also wichtig ist wirklich, dass die Sicherheit vorgeht. Also man nimmt die Bandage bei dem Pferd, dann gehe ich jetzt einmal auf die andere Seite, kommst du einmal mit? Das muss man einmal bei. Halt ihn mal fest. Genau. Super. So. Fangen wir erst an. Hier ist der Klett. Ganz einfach kann man am Longiergurt oder am Sattel befestigen. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man erst damit longiert, bevor man damit reitet. Dass die Pferde sich wirklich daran gewöhnen. Charmi kennt das jetzt auch alles schon. Ich mache so einen doppelten Knoten, so dass es nicht am Bein stört, wenn man nachher drauf sitzt. So. Genau. Dann lege ich es drüber. Sehr gut. Genau. So, jetzt gehe ich wieder auf die andere Seite. So, jetzt lasse ich einfach die runterrutschen. Siehst du, das Pferd schreckt sich nicht, ist alles gut. Nimm den Schweif drüber. So, manche mögen das auch nicht, wenn der Schweif eingeklemmt ist. So, dann kann man jetzt schon ein bisschen Druck aufbauen. Er merkt, da ist was am Popo. Wichtig ist halt, nicht zu stramm und nicht zu locker, weil es soll ja einfach immer in Verbindung mit der Hinterhand sein. Es soll auf keinen Fall ziehen. Also so ganz locker am Hinterbein. Genau. Und jetzt kann man damit reiten.